Hallo und herzlich willkommen hier zum Wochenfokus auf The Funky Oracle. Ich bin Xenia, The Funky Oracle, das Orakel für das Unterbewusste, Bewusste und Überbewusste und mit meiner Gabe, meiner Erfahrung und mit meiner persönlichen Wahrnehmung dieser Realität und auch mit meinen Methoden, die ich anwende, die ich in meinem Leben anwende, helfe ich auch dir dabei, ein freies, kreatives und selbstbestimmtes Leben zu führen. Wochenfokus ist ein ganz besonderes Format auf meinem Channel, der ist ganz anders als alle anderen Videos. Erstens, es richtet sich an alle Sternzeichen. Warum ist dieses Video noch so besonders, dieses Format? Weil zu Beginn wir die Wochenenergien samt Tarot channeln und in den letzten 5 Minuten des Videos trainiere ich mit dir eine bestimmte Verhaltensweise, trainiere ich mit dir einen bestimmten Glaubenssatz. Ich bin selber ehemalige Tänzerin, Fitnesstrainerin und ich weiß ganz genau, dass physischer Körper oft unterschätzt wird, wenn es um Ausdruck geht, wenn es um Verbindung geht und insbesondere, wenn es um das Erreichen von persönlichen Zielen geht. Deswegen nutze bitte unseren Wochenfokus als Inspiration, nicht nur gedanklich, sondern auch physisch. Bevor wir mit dem Konzept beginnen, möchte ich 3 Dinge erwähnen. Erstens, wenn du jetzt oder gerne auch im Laufe des Videos jetzt, verstehe ich, kommentierst, bekommst du eine Erkenntnis von mir for free geschenkt. Ich schätze sehr deine Zeit und ich möchte, dass du mindestens eine Erkenntnis heute für dich mitnehmen kannst. Zweitens, wenn du unseren Newsletter auf thefunkyoracle.com abonniert hast, dann prüfe gerne deinen Spam-Ordner, wenn du unsere Januar-Newsletter noch nicht erhalten hast, denn die sind auf jeden Fall an dich rausgegangen. Wenn du gerne zu den Newslettern dazugehören möchtest, zu den Newsletter-Abonnenten, dann prüfe gerne die Videobeschreibung. Darin findest du den Link zu den Newslettern. Oder besuche einfach thefunkyoracle.com. Unten auf der Webseite findest du alle Einzelheiten. Newsletter-Abonnenten bekommen ganz besondere Oracle jeden Monat, der ist ganz anders, den gibt es nirgendwo, nur dort und sonst andere Angebote für unsere Dienstleistungen. Und auch drittens, wenn du eines unserer 3D-harmonischen binauralen Audios zur Reprogrammierung deiner unterbewussten Codes bestellt hast, dann bitte höre sie dir öfters an. Innere Familie, Soulmate-Liebe, erwecke deinen Traum oder vielleicht Luxus-Elixier. Das, wofür du dich damals entschieden hast, das brennt immer noch in dir. Du bist nicht allein. Erlaube es dir zu helfen und unsere Audios sind deine Anwälte für das Unterbewusstsein, sind sogenannte Audioanzüge für ein glückliches, freies, selbstbestimmtes Leben. Denn wir gehen manchmal gegen die Jahre von Programmierung, von gewissen Repetitionen, Wiederholungen und um sich daraus zu entwickeln, brauchst natürlich auch Zeit. Und dafür sind wir da, um diese Prozesse zu begleiten und sie möglichst angenehm zu gestalten. Wir beginnen mit der Dekodierung und hier bitte ich dich, mir zu erlauben, deinem Informations- und Energiefeld beizutreten. Dafür like dieses Video, kommentiere gerne mit Jetzt verstehe ich und folge gerne The Funky Oracle hier auf YouTube. Ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe das, was ist. Ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich bin du. Ich wünsche dir vom Herzen ein freies, kreatives und selbstbestimmtes Leben und schaue gerne in die kommende Woche. Dieses Video ist zeitlos und kann natürlich von dir zu jedem Zeitpunkt angeschaut, genutzt und auch umgesetzt werden, wenn es um die Impulse geht, die dieses Video dir schenkt. Lass uns hineinblicken, was diese Woche so Spannendes passiert. Wir beginnen mit der ersten Karte. Welche ist das? Das ist die Karte Page der Schwerter. Page der Schwerter. Es geht um eine junge Energie. Es geht um eine junge Energie, es geht auch um die Energie und Entscheidungskraft eines jungen Menschen. Bist du dieser junge Mensch? Ich glaube, wir brauchen nicht drumherum herumreden. Jeder von uns möchte irgendwo jung sein, weil wir es alle waren. Und dabei spielt es keine Rolle, ob wir diesen kleinen Prinz-Syndrom haben, ob wir nicht alt werden wollen. Klein und jung waren wir alle und das ist ein Teil von uns. Und hier, so sehe ich, denn Page der Schwerterenergie ist wie eine junge Energie. Die Schwertenergie sagt uns hier etwas über Nervosität oder vielleicht auch die Gedankenanstöße, die Ideen,
die Reize, die man als junger Mensch gehabt hat, sei es jetzt Musikrichtung, sei es jetzt gewisse Kleidungsstile, vielleicht ist es aber auch ein Parfum, vielleicht begegnet dir seit kurzer Zeit wieder ein Parfum, was du in deiner Jugend sehr gut gemocht hast. Vielleicht wird es dir die Woche begegnen. Schau gerne, wie dein Körper reagiert. Freust du dich darauf? Oder nimmst du es einfach nur total neutral und du sagst, oh wow, krass. Diese Erfahrung habe ich ja total vergessen. Diese Erinnerung habe ich ja total aus meinem Bewusstseinsfeld rausradiert oder die war gar, dachte ich, war gar nicht mehr präsent. Mega. Nutze es. Es ist auf jeden Fall wichtig, jung zu sein, um vielleicht auch diesen Impuls irgendwie, der dann durch den Trigger wie Duft oder Musik oder anderen Trigger kommen kann, dass du diesen Trigger vielleicht auch wie ein junger Mensch wahrnimmst. Wenn es dir schwer fällt, wie ein junger Mensch dich zu verhalten, dann schau vielleicht gerne, wie die heutige Jugend sich so verhält. Wenn du Kinder hast, schau gerne, wie deine Kinder es tun. Wenn du gerne das auf dich beziehen möchtest, dann nutze gerne deine persönlichen Erfahrungen. So, das ist die eine Energie. Was sehe ich hier noch? Ich werde insgesamt 3 Karten ziehen. 1, 2, 3. Frei ist mein Lebensmotto. Oh wow, der Teufel. Der Teufel. Teufel ist die Steinbock-Energie und die Steinbock-Saison verabschiedet sich so langsam. Wir gehen in die Wassermann-Saison über. Und somit erlaube dir, vielleicht zurückzublicken auch. Wir sind jetzt in der dritten, eigentlich nein, schon in der vierten Januarwoche. Der erste Monat ist fast rum. Was hat sich gezeigt? Was hast du erlebt? Was hat dir gefallen? Was hat dir vielleicht weniger gefallen? Was zeigt sich jetzt schon so als ein Alleinstellungsmerkmal für dieses Jahr? Was ist anders? Was ist anders dieses Jahr? Was ist anders an dem Umgang mit den Menschen, die zu deinem inneren Zirkel gehören? Insbesondere diejenigen, die du nicht einfach so ausradieren kannst. Deine Familie, deine Nächsten, deine Kinder, deine Partner. Wenn du Tiere besitzt, wenn du dich um Tiere kümmerst. Wir haben vor kurzem ein drittes Kätzchen zu uns zugelaufen bekommen. Also Haustiere sind auf jeden Fall auch etwas, was man, wie man schon sagt, nicht aussucht. Die Haustiere suchen sich selbst aus. Und diese Verbindung sehe ich ja auch hinter der Steinbock-Energie. Beide Personen sind angekettet und die Kette ist beiden um den Hals gefallen. Halschakra ist Chakra der Inspiration, Chakra des Ausdrucks, Chakra der Sprache. Wie zeige ich mich? Welche Sprache spreche ich? Was ist mein Image? Wenn du mein Programm durchgemacht hast oder wenn du es aktuell durchläufst, dann möchte ich dir auch im Herzen Danke sagen. Danke fürs Vertrauen. Danke, dass du gerne an dir arbeitest. Da geht es um die Tage 13, 14 und 15, die Tage Ausdruck, Image und aber auch Idol. Vielleicht geht es aber auch um die Jahre, als du 13, 14, 15 warst. Ja? Das Mädchen wacht auf, der Junge wacht auf. Welcher Typ Mann gefällt mir? Welcher Typ Frau gefällt mir? Auf welche Jungs hast du damals gestanden? Ja? Entspricht dein heutiger Partner dem damaligen Idol, dem damaligen Typ Mann, auf den du gestanden hast? Das ist alles so, was du dir gerne diese Woche mit angucken kannst, wo du vielleicht gerne deinen Fokus lenken kannst. Und warum? Was ist die Karte Nummer 3? Ast der Kelche. Um daraus etwas mitzunehmen, um daraus vielleicht eine Lektion zu ziehen, um irgendwo auch irgendwie Abschluss, Abstrich zu ziehen, eine gewisse Balance vielleicht zu finden, Balance im Sinne von Bilanz, ja, um gewisse Bilanz zu ziehen. Ja, irgendwie auch vielleicht mit heute zu vergleichen. Ja, wie war ich damals jung? Welche Ziele, Visionen, Träume hatte ich? Wenn ich heute erwachsen bin, bin ich stolz auf mich, wenn ich mir heute selbst begegnen würde? Wie gehe ich mit Niederlagen um? Wie gehe ich mit den Themen, die mir nicht gefallen? Das ist auch das, was die Woche prägt.
wenn ich das so übertrage, wenn ich diese Karten zusammenfasse und übertrage, gewisses Erwachsenwerden, so sehe ich hier. Ja? Das Mädchen ist erwachsen geworden, der Junge ist erwachsen geworden. Ja, du hast dich so lange dann nach deiner Freiheit gestrebt, dass es keinen über dir gibt und jetzt gibt es keinen über dir. Oder jetzt gibt es keinen über dir und jetzt gibt es aber diejenigen, die zu deinem Portfolio gehören, die zu deinem Porträt gehören, die zu deiner kleinen oder größeren Gang auch gehören. Wie gehst du damit um? Nimmst du alles für bare Münze? Ignorierst du Dinge, um einfach die Beziehung, die Situation entspannt zu halten? Ignorierst du die Dinge, weil du es von einem anderen Menschen erwartest? So ein bisschen, man lässt die Dinge Revue passieren. Man schaut so ein bisschen auf seine Ernte. Ich bin heute in dieses Video mit einem Motto reingekommen, auch mit einem Gefühl, ich habe alles zur Verfügung, um meine Träume zu leben. Ich habe alles zur Verfügung, um meine Träume zu leben. Und dazu gehört erstens, Bube der Schwerter, Bekenntnis dessen, dass du es alles zur Verfügung hast. Du entscheidest, wann du es auch hast. Ja, manchmal haben wir solche Momente, wo wir suchen, suchen, suchen. Es ist nie genug und wir wissen aber nicht, wonach wir suchen. Und trotzdem wissen wir, wir können hier nicht stehen bleiben. Wir müssen weitergehen, wir müssen weiterschauen. Oder vielleicht sagen wir, wir bleiben hier stehen, weil wir hier noch nicht fertig sind. Weil es noch etwas offen ist. Wir wissen zwar nicht, was das ist, aber so ein ungeschriebenes Gesetz leitet einen. Manchmal sind es aber auch Beziehungen, die uns gehen oder stehen lassen haben. Fakt ist aber, um seine Träume zu leben, nochmal für dich sehe ich, erstens die Bekenntnis und die Erfrischung eines jungen Menschen. Ich bin der Magier in meinem Traum, ich bin der Bube der Schwerter, ich entscheide selbst, was mir gut tut, was auch nicht. Vielleicht helfen dir auch die Erinnerungen die kommende Woche über dein junges Dasein, wie frech du warst, wie selbstbestimmt du warst, wie du dich wirklich damals verhalten hast, als diese ganzen erwachsenen Probleme auf dich noch nicht abgefallen sind. Ja? Denk mal drüber nach. Erinnere dich mal gerne darüber. Ja, wie ich habe alles zur Verfügung, um meine Träume zu leben. Zweitens, also erstens, erstens die Erfrischung eines jungen Menschen. Zweitens, wen habe ich an der Seite? Wer könnte mir... Unsere Babys sind wirklich sehr, sehr wach. Also wer ist an meiner Seite? Habe ich vielleicht Menschen, die mir dabei helfen können. Schau gerne auch in deinen inneren Kreis. Schau gerne auch in diese Menschen, die dich umgeben, die jetzt an deiner Seite sind. Können sie dir dabei helfen, deine Träume zu leben? Denn die sind dort nicht umsonst. Wer ist an deiner Seite? Was sind deren Qualitäten? Was sind die Chancen, Risiken? Kannst du gerne so eine SWOT-Analyse machen, wenn du dich mit... Oh wow. Kannst du gerne mal so eine Chancen-Risiken-Analyse machen. Ja, Fakt ist aber, wer ist an deiner Seite? Können sie dir dabei helfen, deine Träume zu leben? Und wenn du auch dann feststellst, ja, ich sehe jetzt, ich habe Eigenverantwortung, ich habe Menschen, die mir helfen, bis zu einem gewissen Grad. Und wenn du erkennst, bis wohin dir Menschen helfen können und welchen Weg du allein gehst, dass du dieses letzte Stückchen dann auch aus Eigeninitiative aus dem richtigen Gefühl heraus herstellst. Oft ist es so, dass wir nicht vorankommen, dass wir manchmal auch gar nicht sehen, dass wir schon so weit sind, weil es uns oft das Gefühl fehlt. Deswegen bin ich das Orakel für das Unterbewusste. Zum Unterbewusstsein gehört dein physischer Körper, dein emotionaler Körper. Deswegen, wenn du schon mit deinen Emotionen, Gefühlen, Programmen, Unterprogrammen nicht den ersten Tag beschäftigst, dann verstehst du mehr vielleicht und leichter und einfacher meine Botschaften. Fakt ist aber, es geht auch irgendwo um das richtige Gefühl. Um das richtige Gefühl. Und was ist die vierte Karte? Was hilft dir dabei, diese Dreifaltigkeit zu leben? Was ist das? 1, 2, 3, frei. Was schenkt dir denn die Freiheit? Was ist quasi so dein Jackpot vielleicht aber auch, ja? Was ist, wenn du nicht diese Selbstbestimmung besitzt? Was ist, wenn du vielleicht gerade keinen an der Seite hast, der dir dabei helfen kann? Was ist, wenn du gar nicht weißt, wie du deine Gefühle beherrschst? Diese
drei der Münzen sind auf den Kopf gefallen und bei drei der Münzen wird ja jemand beobachtet. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es jetzt auf dem Kopf war oder nicht, weil ich das Deck so verdreht habe. Deswegen möchte ich zwei Optionen nennen. Entweder oder. Das heißt auf Deutsch, wenn du ganz große Ziele hast, aber gefühlt bist du davon Milliarden Jahre entfernt, dann entweder siehst du es nicht. Oder du fühlst das nicht, oder du willst das nicht, oder dir fehlt einfach nur jemand, der sagt, nee, das ist alles gut, du hast alles an der Hand. Bedeutet, entweder machst du wirklich alles allein, selbst und fängst an, einfach Dinge anzupacken, denn bin mir sicher, ich benutze immer das Thema Steuererklärung, also ein Thema, was jetzt nicht so leicht ist. Ja, oder was dich vielleicht jetzt so jeden motiviert, weil es schon eine sehr aufwendige Aufgabe ist. Wenn du Steuern liebst, ich feiere das, das ist richtig gut, ich bewundere solche Menschen. Vielleicht such dir dann eine Aufgabe wie zum Beispiel selbst für sich kochen oder Dinge, die dir vielleicht intrinsisch schwer fallen. Ja? Dinge, die bei denen du vielleicht sehr leicht in der Luft aufgehst, ja, Dinge, wo du nicht gefühlt kein Wissen besitzt. Ich verspreche dir, dass bei solchen Themen du womöglich sehr, sehr gut sein kannst. Du hast hier bis jetzt einfach nur du hast einfach bis jetzt vielleicht einfach nicht erlaubt, dieses Thema zu leben, weil dein Fokus irgendwo hingerichtet war. Bedeutet, wenn du ein großes Ziel hast und du willst diese Woche es endlich anfangen. Nehmen wir an, du willst endlich dein Buch schreiben oder du möchtest endlich einen Workshop aufzeichnen. Ja, du willst endlich mit dem Abnehmen beginnen. Ja, du möchtest endlich eh ins Bett gehen. Du möchtest einfach dieses Gefühl von Leichtigkeit jeden Tag verspüren und nicht nur dann, wenn du in den Urlaub fährst. Dann entweder gehörst du zu der Gruppe derjenigen, die sagen, ich will, dass ich dabei beobachtet werde, dass ich entweder dabei bewundert oder von mir aus auch gerne kontrolliert werde, weil dieser externe Blick hilf mir dabei zu wissen, wo bin ich gerade. Ja? Dann gehörst du vielleicht zu denjenigen, die gerne jetzt in meine Betreuung kommen mögen. Ich habe jetzt eine 3-Monats-Betreuung auf meiner Webpage und auch in meinen Newslettern. Du bekommst zu einem anderen Preis, zu einem reduzierten Preis, eine Betreuung über 3 Monate. Schau dir gerne die Einzelheiten auf der funkyworld.com. Oder du möchtest, einfacher Weg wäre darüber, zum Beispiel Stories aufzunehmen. Du möchtest ein Bild anfangen zu malen und du kannst es einfach nicht, weil du sagst, verdammt, das ist wirklich, wär das Schönste für mich, aber ich kann es einfach nicht. Dann mach eine Story, spreche mit den Menschen darüber, erlaube dir wirklich von außen diesen externen Druck aufzubauen. Wenn du aber sagst, ich will keinen externen Druck, ich will das mich keiner steuert, dass keiner über mir steht, dann fange an, ohne Erwartung, ohne Erfolg im Außen, es täglich zu tun. Mach das einmal und ich verspreche dir, wenn du es einen Tag durchgezogen hast und du merkst, geil, musste auf keinen warten, ich musste nicht auf die Wertschätzung, Bewunderung, Anerkennung von anderen warten, ich habe es einfach nur getan. Genial. Vielleicht hast du dich auch dann aus der Abhängigkeit an Anerkennung, anderen Dingen befreit. Und das ist dann deine persönliche Freiheit. Das heißt, für manche unter euch, deswegen will ich jetzt nicht mit einem Kamm scheren, heißt das dann mit Träumen, Vervollständigung, Träumen, Verwirklichung anzufangen, indem man anfängt, Hilfe von außen zu beziehen oder anfangen, selbst dir in Aktion zu geben. Da es heute um deine Traumverwirklichung geht, würde ich mal vorschlagen, dass wir heute zu unserem Audio Erwecke den Traum trainieren. Und bevor wir beginnen, möchte ich drei Dinge erwähnen, damit du von dieser Art von Workout-Reprogrammierung wirklich profitierst. Und ja, erstens, trainiere bestenfalls immer mit geschlossenen Augen. Zweitens, atme tief ein und aus und drittens erlaube deine Atmung immer mit deinem Körper mitzugehen. Das heißt, dein Atem auf Deutsch spiegelt quasi die Bewegung deines Körpers. Klar kannst du das später auch variieren, aber damit es dir leichter fällt, probiere es gerne. Also gerne schließe jetzt mit mir zusammen deine Augen. Ich werde nicht reden diesmal. Ich möchte, dass du das Audio im Hintergrund hörst. Das ist meine einzige Aufgabe, dir zu zeigen, dass wenn du konsequent etwas durchziehst, eine Bewegung auf und ab,
und du dabei auch wirklich bewusst und tief atmest, sprich deinen Körper, deine Physis, deine Atmung. Mit der Atmung sind Gedanken ebenfalls verbunden und aber auch deine Gefühle, weil durch das Audio hörst du Wörter, die dich prägen oder auch triggern mögen, steuern und lenken kannst, hast du in diesem kurzen Moment Kontrolle über deine Physis, über deinen Körper, Geist und die Seele. Okay? Wir trainieren heute mit dem Erweckenden Magier. Das Audio kannst du bei uns auf der funkyoracle.com bestellen. Gut. Ganz einfach. Wir gehen hoch. Und zieh zu mir. Ich liebe, wie ich mich fühle. Und ich fühle mich gut. Gesundheit und Kraft fließen immer in mein Leben. Wenn ich meine Augen schließe und tief einatme, spüre ich, wie meine sexuelle Kraft ansteigt. Ich liebe es zu spüren, wie mein Körper stärker und sexier wird. Voller Freude. Ich gehe gerne auf die Spitzen. Ich bin angetrieben. Damit ist es anstrengender. Ich heile jeden, der in Balance. Danke. Deine Haltung. Ich deine Beine. Ich fühle dich. Ich liebe dich. Gerne wähle dein persönliches ich Tempo. Bin die Liebe. Bitte dich im Moment fühlst. Ich bin das Licht. Ich bin du. Ich bin immer und überall mir des Guten und des Schlechten bewusst. Ich bin im Gleichgewicht mit meinem Leben. Ich bin diese Luft, die ich atme. Ich bin der Magier. In meinem Traum. Ich erschaffe meine eigene Realität. An diesem Tag bin ich die Sonne, die scheint. Weil ich die Sonne fühle, heile ich das fühle, Licht. Was du hörst. Während ich Augen gehe, geschlossen. Kann ich meine volle sexuelle Kraft spüren, die meine Höhe dreimal manifestiert. Und Menschen lächeln mich an, wenn sie mein Licht spüren. Auf und ab. Du bist stark, um deine Träume zu leben. Komm, wach auf. Glück in meinem neuen Traum. Halbzeit. Jede Nacht lass mich in einen schönen Traum fallen. Wenn ich dieses Wasser den ganzen Körper bin ich froh, dich wach, dass ich lebe. Während ich im Traum segle, bin ich der Kapitän meines Willens. Und bin ich mein inneres Kriegerkind und all die Schlachten, die wir gewonnen haben. Weitermachen. Dank meiner Eltern werde ich zu meinem wildesten Traum. Ich Arme hoch, aufatmen, einer den Ablenken, mich nicht abzulenken. Dies ist mein Traum. Dies ist mein Traum. Dies ist mein Traum. Wir lesen unsere Geschichte. Haben wir uns in Liebe gefunden. Heute werde ich meine Erfahrung
voll aufnehmen. Ich halte, verstehe ich. Aktiviere dich. Das Leben hat uns diesen wundervollen, endenden Traum geschenkt. Küssende Seelen, die wir immer zusammen tanzen, singen und träumen. Ich werde dich in jedem Leben wieder und wieder finden und gemeinsam leben wir für immer. Ich danke dir dafür. Bleib stehen, Arme gehen über den Kopf, Handflächen aneinander, langsam absenken. Ans Herz. Gerne beide Handflächen ans Herz. Bewege dein Becken von links nach rechts. Gerne eine achtmal. Fühl die Unendlichkeit. Fühl dein Herz. 1, 2, 3. Frei. Du bist frei, mein Schatz. Genieße dein Leben. Das ist dein Leben. Das Leben ist wunderschön. Danke für den heutigen Tag. Bis zum nächsten Wochenfokus. Habe eine geniale Woche. Ich bin dieser Donner in meine Brust. Ich erschaffe meine eigene Realität. Ich bin dieser Donner.